Hi und herzlich willkommen zu Frieda und Carlo. Heute wird erst einmal wieder geschraubt, nachdem wir umgezogen sind. Ja, es geht gut los, weil wir gestern Abend noch ein bisschen Nikolaus gefeiert haben. Wir? Ich noch ein bisschen Nikolaus. Wir haben gefeiert. Wir hatten Nikolaus. Ja, gucken wir mal. Schrauben mit Schädel. Wird bestimmt lustig. Ja, also. Vielleicht nachher mal ein Kontrabier und dann geht's los. Euch einen schönen Advent. Bis später. Ich will wissen, warum dieser Roller? Warum dieser Roller? Diesen Wo kommt Roller? Der her? Ja, diese Roller habe ich vor 10 Jahren, ziemlich genau, einem Kollegen abgekauft. Der hat den, ich weiß es auch nicht mehr, geerbt von seiner Tante, wollte sich selbst den fertig machen, der lief aber nie so richtig und dann wollte er schon aufgeben, das Teil verschrotten. Ich sag, nee, tu den nicht weg, das kann ja so schlimm nicht sein. Hab ihm den damals abgekauft, hatte selber absolut keine Ahnung von der Materie, hab auch ein bisschen dran rumgefummelt, den natürlich auch nicht zum Laufen gekriegt. Ja, und dann habe ich den bei meinem Vater in die Garage gestellt, wo er dann stand die letzten 10 Jahre. Bis er dann jetzt wieder zum Vorschein gekommen ist. Wieso ist er eigentlich zum Vorschein gekommen? Das ist, wir sind ins Gespräch gekommen. Die Gelegenheit hat sich ergeben, in diese schöne Halle einzuziehen. Ursprünglich habe ich gesucht eine Garage für mein Motorrad. Und das Ganze ist ziemlich schnell eskaliert. Ihr seid Vespa-Freaks, das wusste ich vorher. Dann kam mir dieser Roller wieder in Erinnerung. Ich dachte, der steht doch noch irgendwo, wenn wir jetzt hier die Gelegenheit haben. Lass uns doch zusammen mal drüber gucken. Den muss man ja irgendwie wieder ans Laufen kriegen. Ja, mittlerweile haben wir diese Halle. Ich habe meinen Stellplatz für mein Motorrad. Also damit ihr es wisst, ne? Alle die für Folge davor gesehen haben, Mo gehört jetzt hier mit in die Halle und den werdet ihr wahrscheinlich noch häufiger sehen. Tut mir leid, aber ja. Ja, für wen ist der Roller? Genau, den hat meine Freundin mal entdeckt in der Garage meines Vaters vor etlichen Jahren. Und ich habe mich dazu hinreißen lassen, ihr zu versprechen, wenn er denn mal wieder fertig ist. Hat keiner von uns mehr dran geglaubt, dass dieser Roller jemals fertig wird. Jetzt scheint es aber soweit zu sein. Erste Probefahrt steht noch aus. Wetterbedingt momentan ein bisschen schwierig. Aber ich denke, sieht ganz gut aus. Läuft, qualmt, macht Geräusche. Passt. Ursprünglich wollten wir den mit ganz kleinen Mitteln wieder irgendwie zum Fahren kriegen und alles sollte gut werden. Ist jetzt doch ein bisschen umfangreicher geworden. Im Prinzip ist alles neu. Einen kompletten Motor rausgeholt, neu gedichtet, neu gelagert, neuer Zylinder. Aber das sehen wir ja gleich noch. Genau. Aber nicht alles, wäre ein bisschen viel. Kleinen Rundgang gibt's. Kleinen Rundgang gibt's. Ja, und dann sind wir mal gespannt, ne? Wie es so weitergeht. Dein nächstes Projekt ist? Genau, nächstes Projekt steht schon um die Ecke. Hier stehen so viele schöne Roller. Und ich dachte, wenn ich den jetzt meiner Freundin fertig mache, habe ich ja nichts mehr. Dann kurz entschlossen noch eine alte PX80 erstanden bei eBay Kleinanzeigen. Motor ist schon raus, steht hier. Die ersten Teile liegen hier auch. Damit geht's bald munter weiter. Ich wollte nur das eine Projekt abgeschlossen haben, damit ich nicht so viele Baustellen gleichzeitig aufmache. Fuchs mich ja noch rein in die ganze Materie, bevor hier 17 verschiedene Mopeds zerlegt in der Ecke stehen. Dachte ich, mach mal eins nach dem anderen. Bin halt froh, dass die PK jetzt hoffentlich ein gutes Ende gefunden hat. Und dann. Oder ein Neuanfang mit Lara. Ein Neuanfang. Genau. Und dann. Ja, bleibt spannend. Sehr gut. Schon. Wieso filmen wir jetzt? Hallo. Hast du den auf Film gedrückt? Wir filmen. Hi. Einer noch. Und jetzt. Zack. Easy. So, wir zusammen mal. Ihr habt doch nicht gefilmt. Roller Rolf. Der Mo. Haben wir neu. Ich glaube, der Moritz verzeiht mir das, wenn ich den für ihn verlasse. Der Mo würde ich dir gerne zeigen, aber die Birte hat bestimmt schon ihr Handy an der Fimpel von nah.
Das ist jetzt hier, das muss später auf YouTube alles, das wird verkauft. Das gibt keinen, der dann so macht, außer der mit dem Trick 17. Guck mal, ich sehe ja den Salz nicht. Oha. Die ist echt rund. Die Giraffe. Guck mal, dann kann ich auch so gucken, was der macht. Ja. Hat nur der Modi Augen raus. Sollte der Roller mal nicht laufen. Musst du dich nicht gleich besaufen. Schade. Ich habe dir schon was vorbereitet. Ich mal an die habt ihr schon gegeben, das ist ja nicht gut? Ja, ich dir schon. Musst du nur die Birte bekratzen. Das ist cool, wenn du das filmst, Birte. Oh. Dann können wir gucken, wenn die Kugel durch den Raum schießt, auf dem Video gucken, wo die hingeflogen ist. Ich mach auf die Fähre. Auf dem wackeligen Ding auch. Ne? Ja, easy. Nein! Hättest du nichts gesagt, dann hätte man nicht gesehen. Jetzt kommt sie Fehler entgegen. Ne, hab ich. Jetzt ganz langsam. Jo! Easy. Ehrlich, was stellen sich denn alle so an? Hallo Birte! Wie ist es? Was? Geht so! Willst du uns nicht gegenhalten? Und ich will nicht, wenn du das immer ganz so viel One-Note, das war schon gut. Ja, aber der halt aber ja ab. Deshalb hängt der jetzt da frei rum. Warte mal ab, der halt. Das hat so viel Spaß gemacht. Geil. Guck mal, von innen mal zu ziehen. Hä, ich seh den gar nicht hin. Also so ein Zwischenboden hier drin kann das sein? Ja klar, irgendwo müssen wir rausgiftschwimmen. Und der geht halt da durch, genau. Der schwimmt wieder. Ihr hattet schöne Weihnachten, ja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt weiter trinken. Definitiv, das können wir gut. Euch schon ein frohes neues Jahr. Rutscht gut rein, seid lieb. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Und wenn ihr wollt, drückt den Abonnier-Button. Prost. Prost. Ciao.